an der Stelle, beziehungsweise wir sind jetzt in dem Abschnitt, wo es darum geht, auszuloten, welche interessanten Entscheidungsprobleme, beziehungsweise äquivalent, welche Sprachen sind nicht entscheidbar. Als erstes schauen wir uns nicht eine konkrete Sprache an, sondern wir zeigen erst einmal durch ein Abzählargument, dass es ganz viele nicht entscheidbare Sprachen gibt. Ja? Und zwar, also ich wiederhole es nochmal kurz, das Abzählargument ist ganz simpel. Es gibt einfach zu einem gegebenen Alphabet Sigma viel mehr Sprachen, als es Turing-Maschinen gibt. Also, und wie viele Sprachen gibt es? Sigma ist endlich, Sigma Stern ist abzählbar und die Menge der Sprachen ist die Menge der Teilmengen von Sigma Stern und die ist dann überabzählbar. Und übrigens, das zeigen wir nachher noch. Aber für den Moment nehmen wir das mal als gegeben an. Wir haben überabzählbar viele Sprachen zu einem gegebenen Alphabet Sigma. So, und jetzt ist die Frage, wie viele Turing-Maschinen gibt es? Ja, und Turing-Maschinen gibt es abzählbar viele. Und ganz kurz, das Argument ist folgendes. Eine Turing-Maschine ist eben so ein Siebentuppel und das ist eine endliche Zeichenkette. Die Länge ist zwar nicht beschränkt, aber endlich. So, und davon gibt es abzählbar unendlich viele. So, also abzählbar viele Turing-Maschinen, überabzählbar viele Sprachen. Das heißt, man kann sogar sagen, fast alle Sprachen sind nicht entscheidbar. Oder in anderen Worten, fast alle Entscheidungsprobleme sind durch Turing-Maschinen nicht beantwortbar. Ja? Also können wir eigentlich Glück haben, dass von den Aufgaben, die uns praktisch interessieren im Alltag, die meisten zu denen gehören, die wir mit Turing-Maschinen entscheiden können. Also da haben wir wirklich Glück gehabt, weil so irgendwie da draußen im Universum gibt es halt ganz viele Entscheidungsprobleme, nämlich viel mehr noch, die nicht entscheidbar sind. Okay, ja, dann kommen wir jetzt zu der Frage, warum gibt es überabzählbar viele Sprachen? Ja? Genau, dazu starten wir erst einmal mit dem Lemma, nämlich die Menge der Teilmengen von Sigma Stern, das ist ja genau die Menge der Sprachen, und die Menge der Funktionen von Sigma Stern nach 0,1 sind gleichmächtig. Übrigens, wenn Sie das hier im Buch suchen, da ist so ein roter Stern dran und roter Stern bedeutet, das ist im Buch nicht drin. Ja. Genau, also hier geht es darum, die Potenzmenge von Sigma Stern und die Menge der Funktionen von Sigma Stern nach 0,1 sind gleichmächtig. In Klammer Beweis als Übung. Jetzt gerade mal überlegen, soll man den Beweis hier schnell skizzieren? Ja. Ja, das ist eigentlich ganz simpel. So, genau, also wir nehmen jetzt mal an, unser Sigma Stern wäre gleich die Menge mit den Worten W1, W2 und so weiter. Ja, Sigma Stern ist ja abzählbar unendlich. So. Und jetzt die Menge der Sprachen über Sigma Stern, das ist ja eben die Menge der Teilmengen. So, und wie konstruiere ich denn eine Teilmenge? Naja, ja, wie schreiben wir das jetzt hin? Genau, wenn ich so eine Teilmenge von dieser unendlichen Menge charakterisieren will,
dann kann ich das tun, indem ich für das erste Wort in Sigma-Stern sage, ob es zu der Teilmenge dazugehört oder nicht. Ist ja klar. Für jedes Wort kann man fragen, gehört es zur Teilmenge? Ja oder nein? Ja? Jetzt nehmen wir mal an, das erste gehört nicht dazu. Und dann schreibt man hier eine 0 hin. Das zweite gehört vielleicht dazu, schreibt man eine 1 hin. Das dritte gehört vielleicht auch dazu und so weiter. So, das heißt, dieser unendlich lange Vektor aus Nullen und Einsen, oder sagen wir diese Folge aus Nullen und Einsen, die beschreibt mir ganz genau die Teilmenge, um die es geht, also die Sprache. Okay? So, wie viele Sprachen gibt es? Ja, genauso viele, wie es Folgen aus Nullen und Einsen gibt. Ist klar, oder? So, also das ist praktisch die Teilmengen. Werden charakterisiert durch so eine Folge. Naja, und jetzt machen wir da einen Strich. Und jetzt reden wir über das andere, um was es hier geht in dem Lemma, nämlich um die Menge aller Funktionen von Sigma Stern nach 0,1. Also jetzt reden wir über die Funktionen. Wie lässt sich eine Funktion von Sigma Stern auf die Menge 0,1 charakterisieren? Ja, genau gleich, indem ich sage, bilde ich das W1 nach 0 oder nach 1 ab, also zum Beispiel nach 0, das bilde ich vielleicht nach 1 ab, das nach 1 und so weiter. Und damit sehen wir, eine Funktion lässt sich durch genau die gleiche Folge beschreiben wie eine Teilmenge. Das heißt, wir müssen bloß zählen, wie viele solche 0,1-Folgen gibt es. Und dann wissen wir, wie viele Teilmengen es gibt und wie viele Funktionen. Und damit sind die gleich mächtig. Okay, klar soweit? So, und das heißt, um auszurechnen, wie viele Teilmengen es gibt von Sigma-Stern, können wir, genügt es, auszurechnen, wie viele Funktionen von Sigma-Stern nach 0,1 es gibt. Ja? So. Also, das heißt, jetzt beweist man diesen Satz, die Menge der Teilmengen von Sigma-Stern beziehungsweise die Menge aller Funktionen von Sigma-Stern nach 0,1 ist nicht abzählbar. So. Und dieser Beweis, der jetzt kommt, das ist ein Klassiker. Das ist der Klassiker, den wir jetzt im Folgenden noch mindestens dreimal oder so brauchen werden. Und zwar, der Beweis gehört zur Klasse der Diagonalisierungsbeweise. Ja? Vielleicht kennen Sie den Beweis schon eben vom Herrn Hulin, nämlich wo bewiesen wird, dass die Menge der reellen Zahlen überabzählbar ist. Ja? Und wir haben ja wieder so einen Abzählbarkeitsbeweis. Wir beweisen jetzt, dass die Menge der Funktionen von Sigma Stern nach 0,1 überabzählbar ist. Und wie läuft der Beweis? Wir nehmen an, dass es abzählbar viele Funktionen gibt und führen diese Annahme zum Widerspruch. Ja? Also die Zahl der Funktionen von Sigma Stern nach 0,1 sei abzählbar. Das heißt, die Funktionen, die lassen sich durchnummerieren. Wenn es abzählbar viele gibt, dann kann ich die durchnummerieren. F1, F2, F3 und so weiter. Ja? So, und jetzt schreiben wir eine Wertetabelle für die Funktionen auf. In dieser Wertetabelle habe ich für jede Funktion eine Zeile. Ja, also die Wertetabelle für die erste Funktion, die steht hier in der ersten Zeile. Und Sigma 1, Sigma 2 und so weiter sind die Worte. Also ich meine, da oben hießen sie W1, W2, jetzt heißen sie halt Sigma 1, Sigma 2. Das sind die Elemente von Sigma Stern. So. Und wie gesagt, hier steht der Funktionswert von Sigma 1, da von Sigma 2 und so weiter. Und das sind alles solche Werte 0 oder 1. Im Prinzip so wie hier. In der zweiten Zeile steht die Funktionstabelle für F2.
So. Ja. Wichtig ist jetzt, diese Tabelle, die ist hier nach rechts abzählbar unendlich und da nach unten auch. Ja? Wir hatten ja gerade angenommen, die Menge der Funktionen wäre abzählbar. So, ist das soweit klar, was in dieser Tabelle drin steht? Ist ganz simpel, oder? So, und jetzt gehen wir her und basteln uns eine neue Funktion g. Eine Funktion von Sigma Stern nach 0, 1. Und zwar hat die folgende Gestalt. Also ist klar, die Funktion g, die muss für jedes dieser Worte Sigma i definiert sein. Und wir sagen jetzt, g von Sigma i ist gleich fi von Sigma i plus 1 modulo 2. So, diese fi von Sigma i, das sind ja die Einträge hier in der Tabelle, die sind alle 0 oder 1. Also hier wird gerechnet 0 plus 1 modulo 2 oder 1 plus 1 modulo 2. Auf jeden Fall kommt immer was anderes raus. Also wenn der Wert hier 0 ist, ist das Ergebnis 1. Wenn der 1 ist, ist das Ergebnis 0. Ja? Also das ist ja auch nichts anderes als das XOR. Ja? Das ist die XOR-Verknüpfung von Fi, von Sigma i und 1. Ja? Genau. Ja, gut. Fi von Sigma i, was ist denn das? Ja, das ist tatsächlich, das sind die Diagonalelemente in unserer Tabelle hier. F1 von Sigma 1, F2 von Sigma 2 und so weiter. So, das heißt, diese Funktion g von Sigma i, ja, vielleicht tun wir das einmal hier, hier drin skizzieren. Und zwar, jetzt so geht es, ja. Genau. Also vielleicht, genau, vielleicht schreiben wir hier g von x. Und zwar, an der Stelle ist es machen wir mal ein konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, hier würde 1 stehen. Da würde 0 stehen, da wieder 0, 1, 0 zum Beispiel. Ja? Dann würde unser g an der Stelle eine 0 haben, an der Stelle eine 1, da eine 1, da eine 0 und da eine 1. Also wir basteln diese, quasi diese gedachte Zeile für g, die basteln wir so, dass sie sich von f1 an der ersten Stelle unterscheidet. Ja, das macht ja dieses XOR hier. Dass sie sich von f2 an der zweiten Stelle unterscheidet, von f3 an der dritten Stelle, von f4 an der vierten Stelle, von f5 an der fünften Stelle und so weiter. Das heißt, die Funktion g unterscheidet sich von jeder dieser Funktionen fi an mindestens einer Stelle. Soweit gefolgt? Ja? Bitte alle mit dem Kopf nicken. Ja. Gut. Ja, und damit sind wir fertig. Damit haben wir einen Widerspruch. Ein Widerspruch zu unserer Annahme, dass die Menge der Funktionen von Sigma Stern nach 0,1 abzählbar ist. Warum? Weil die abzählbare Menge aller Funktionen haben wir ja in die Tabelle reingeschrieben.
Diese ganze unendliche Tabelle enthält alle Funktionen. Und jetzt haben wir aber eine weitere konstruiert, die garantiert in der Tabelle nicht drin ist, aber auch von Sigma Stern nach 0,1 abbildet. Also kann das offenbar nicht sein, dass die Menge abzählbar ist, weil es gibt noch mehr. Ja, damit sind wir fertig. Und natürlich gibt es nicht nur eine Funktion mehr, nämlich diese Funktion g, sondern überabzählbar viele zusätzliche Funktionen. Ich meine, für die Konstruktion von dieser Funktion g hätten wir ja auch eine ganz andere Vorschrift verwenden können. Wir hätten ja auch sagen können, ha, wir ändern hier in dieser ersten Nebendiagonale immer ein Element ab. Oder in der zweiten Nebendiagonale, oder in dieser Diagonale, oder in so einer Rösselsprungart und Weise, oder sonst irgendwie. Ja? Also wir hätten irgendein Schema wählen können, bei dem wir die neue Funktion so definieren, dass sie sich von jeder Funktion an mindestens einer Stelle unterscheidet. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, sowas auszuwählen. Also ganz viele Funktionen können wir konstruieren, die in der Tabelle garantiert nicht drin sind. Also kann die Tabelle nicht abzählbar sein. So, und das ist der Klassiker von Diagonalisierungsbeweis. Ja? Den werden wir in verschiedenen Varianten jetzt nochmal brauchen. Auch heute nochmal zum Beweis vom Halteproblem zum Beispiel. Ja, ich würde Ihnen jetzt als Aufgabe noch mitgeben, schauen Sie sich doch bitte zum Beispiel in Ihrem Skript von der linearen Algebra den Beweis an, dass die Menge der reellen Zahlen überabzählbar ist. Ja? Und wenn Sie den anschauen, werden Sie sehen, ist genau das gleiche wie hier. Bloß, dass es da nicht um solche Funktionstabellen geht, sondern um reelle Zahlen. Was bei dem Beweis der reellen Zahlen steht, in jeder Zeile so eine Gleitpunktzahl drin. Da steht dann irgendwie 0, und dann die erste Nachkommastelle, zweite und so weiter. Ja? Und dann nimmt man an, das wären abzählbar viele und konstruiert sich eine neue Gleitpunktzahl, die da gar nicht drin sein kann. Und das ist im Wesentlichen der Beweis. So. Achso, halt, wie löschen wir da jetzt? So. Ja. Damit ist übrigens auch interessant, ich meine, da das im Prinzip, ja, da das der gleiche Beweis ist, sehen wir auch die Zahl der Funktionen von Sigma Stern nach 0,1 ist gleich groß wie die Menge der reellen Zahlen und gleich groß wie die Potenzmenge von jeder abzählbaren Menge. Okay, gut. Ja, und daraus folgt jetzt natürlich sofort, zu jedem Alphabet Sigma gibt es unendlich viele unentscheidbare Sprachen. Ja, weil es gibt überabzählbar viele Teilmengen von Sigma Stern, die nicht entscheidbar sind. Warum nochmal? Also wegen diesem Abzählargument. Deswegen. Weil wir überabzählbar viele Sprachen haben, aber nur abzählbar viele Turing-Maschinen. Das heißt, die allergrößte Menge von denen ist nicht entscheidbar. So. Oh, und das weist uns schon nochmal ein Stück weit in die Grenzen. Okay, dieser Beweis, das habe ich eigentlich jetzt gerade schon vorgeführt. So, jetzt könnte man natürlich kommen und sagen, ah ja,
Das sind doch bloß Theoretiker. Für die Praxis interessant sind sowieso bloß abzählbar viele Probleme und die können wir alle entscheiden. Das ist nicht richtig. Es gibt ganz viele ganz wichtige Probleme für uns Informatiker, die wir leider nicht entscheiden können. Das erste davon ist das Halteproblem. Ja? Also, das allgemeine Halteproblem lautet wie folgt. Die geben seine Turing-Maschine T und ein Eingabewort Omega. Gefragt, terminiert T unter dieser Eingabe oder nicht? Also, hält die Maschine an oder läuft sie in eine Endlosschleife? Diese simple Frage können wir leider mit Turing-Maschinen nicht entscheiden. ...1936 hat es Alan Turing bewiesen. Also, das ist auch wert, kurz an den guten Herrn Turing zu denken. Und immer wieder kann ich bloß staunen über die Genialität von diesem jungen Mann. Zu einer Zeit, als wir noch ziemlich weit davon entfernt waren, erste richtige Computer zu bauen, hat er schon die Grenzen dieser neuen, noch gar nicht existierenden Technologie sofort aufgezeigt. Er hat das Turing-Maschinenmodell entwickelt. Ja, schon eine tolle Leistung. Ja, okay. Jetzt zum Beweis. Ich meine, das ist so ein wichtiger Satz. Wir werden gleich einen Beweis sehen mit Hilfe des Diagonalisierungsarguments. Aber davor möchte ich Ihnen einen anschaulichen Beweis zeigen, der zwar nicht so ganz sauber formal ist, aber der sehr anschaulich ist. Ja? Und zwar, wir nehmen jetzt an, es ist auch ein Widerspruchsbeweis, wir nehmen an, wir hätten so ein Programm und ich habe das jetzt Held genannt. Held, also ein Programm, und zwar ein Programm, jetzt nicht eine Turing-Maschine, sondern tatsächlich ein C-Programm zum Beispiel. Das nennen wir Held und das kriegt er als Eingabe ein anderes Programm P und dessen Eingabe Omega. Und wir nehmen an, dass dieses Programm Held das Halteproblem löst. Ja? Das heißt, bei Eingabe eines Programms P und dessen Eingabe Omega gibt es den Wert 1 aus, wenn P angesetzt auf Omega halten würde und 0 andernfalls. Also dieses Programm Held analysiert irgendwie P und Omega und sagt dann 1 oder 0. Und nun bauen wir damit ein neues Programm, das nenne ich unmöglich. Ja, raten Sie mal, warum. Und so sieht es aus. Also, dieses Programm unmöglich, angewendet auf ein Integer i, macht Folgendes. Also dieser Integer i ist eben eine Eingabe. Und zwar, wenn unmöglich mit der Eingabe i anhält, dann lassen wir das in eine Endlosschleife laufen. Andernfalls printf 0. Das heißt, wir lassen es anhalten. Ganz simples Programm. Aber leider wird es dieses Programm nie geben. Warum nicht? So schön das auch jetzt hier syntaktisch aussieht, aber das Programm wird nie funktionieren. Warum nicht? Die Funktion hält gemeint. Doch, wir hatten ja gerade angenommen, die Funktion hält, die gäbe es. Was ist
Parameter unmöglich. Das ist die Funktion. Das ist das Programm. Das ist das Programm. Also das ist praktisch dieser Source Code. Ja? Und beim Head ist also dieser unmöglich Parameter. Ja, ja, der hier. Ja. Klar. Also wie gesagt, das ist die Datei. Wir schreiben das Programm in eine Datei rein, das ist eine Zeichenkette und die Zeichenkette wird hier übergeben. Ja? Also das ist tatsächlich der Source Code von dem Programm. Das hat nie einen Return. Bitte? Das Programm hat nie einen Return. Wieso? Ja, ich meine hier druckt es was aus und hört dann auf. Ja? Und da, okay, da läuft es in eine Endlosschleife. Aber wenn Held so klug wäre und es erkennen würde, dann wird das gar nicht in die Endlosschleife laufen, oder? Na doch, Held terminiert ja immer. Sieht doch gut aus. Sieht alles gut aus. Naja, aber das Programm, das ist doch ein Widerspruch in sich. Und zwar... Dieses Halteproblem-Lösungsprogramm, das sagt mir, ob dieses Programm unmöglich anhält. Ja? Und zwar, wenn das Programm anhält, hält es nicht an. Und wenn es nicht anhält, hält es an. Haben Sie so ein Programm schon mal gesehen? Das kann es nicht geben. Ein Programm, das, wenn es anhält, nicht anhält und wenn es nicht anhält, hält es nicht an. Das Programm ist ein Widerspruch in sich. Hier. Dieses Programm hält, liefert als Return-Wert eine 1 zurück, wenn unmöglich auf der Eingabe i anhält. Okay? Und wenn das 1 zurückliefert, dann ist die Bedingung wahr und dann haben wir hier eine Endlosschleife, das heißt, es hält nicht an. Also wenn es anhält, wenn unmöglich anhält, hält es nicht an. Wir haben jetzt quasi unmöglich so konstruiert, das ist das sogenannte Selbstanwendungsproblem. Das Programm ist so konstruiert, dass wenn es anhält, hält es nicht an. Und wenn es nicht anhält, hält es an. Ja, und was ist jetzt irgendwo, was ist da faul? Ist alles in Ordnung, alles schön syntaktisch in Ordnung. Das heißt, die einzige Ursache für unseren Widerspruch kann das hier sein. Da haben wir natürlich irgendwie vielleicht zu viel angenommen. Da haben wir angenommen, wir könnten das Halteproblem entscheiden. Offenbar können wir das nicht. Ich meine, Sie können sich ja jetzt heute Abend noch hinsetzen und versuchen, dieses Held zu programmieren. Aber eigentlich ist es bloß unnötige Verschwendung von gesundem Schlaf heute Abend. Legen Sie sich lieber ins Bett. Ja? Weil es ist ja, damit ist ja klar, dass Sie das niemals schreiben können werden. Weil wenn Sie das, angenommen, Sie könnten es, dann würde irgendwie, ich weiß nicht, was würde passieren mit der Welt. Wir haben ja hier einen Widerspruch. Also irgendwas würde explodieren oder... Genau, ja. Also wir kommen zu so einem Punkt. Da sage ich Ihnen, dann machen Sie Ihre Doktorarbeit über das Problem und dann werden Sie tatsächlich berühmt. Ja, weil es gibt ja noch offene Probleme in der Informatik. Aber das Problem ist längst gelöst. Da braucht man nicht mehr drüber reden. Ja. Also heute Morgen haben wir ja auch schon eins gehabt. Dieses zweite, oder ne, das erste, glaube ich, LBA-Problem. Das ist noch offen. Ja. Und dann werden wir zum Beispiel noch sehen, das PNP-Problem, das wichtigste Problem der Informatik, das immer noch nicht bewiesen ist. Okay, soweit klar? Also ich meine, Sie haben vielleicht auch schon ein bisschen jetzt den Finger in die Wunde gelegt von dem Beweis, das ist tatsächlich hier. Das ist ein bisschen informal, dieses unmöglich hier zu übergeben als Übergabeparameter. Ja? Weil wir da irgendwie so eine unendliche Rekursion reinkriegen. Stellen Sie sich mal vor, wir würden hier den Source Code von unserem Programm reinschreiben. Ja? Und
Naja, das ist ja der Source Code von dem Programm. Wir schreiben in den Source Code hier rein. Und in dem Source Code müsste dann ja auch wieder der Source Code und so weiter drinstehen. Ja? Deswegen ist das bloß ein intuitiv schöner Beweis. Sauber formal wird es jetzt dann bei unserem schönen Diagonalisierungsbeweis. Aber trotzdem, man kann sich da vielleicht einen kleinen Knoten in den Gehirnwindungen erzeugen bei dem Nachdenken über das Vorkommen. Okay, gut. So, also, jetzt der nächste Diagonalisierungsbeweis. Ja, wir machen jetzt wieder so eine Tabelle. Und zwar hier sind alle Wörter Omega aus Sigma Stern aufgetragen. Und vertikal nach unten sind alle Turing-Maschinen aufgelistet. Wir nehmen an, das Halteproblem ist entscheidbar und führen diese Annahme zum Widerspruch. Was steht jetzt hier in dieser Tabelle drin? Ja, da steht überall Ja oder Nein. Ja bedeutet, also so ein Tabelleneintrag von Ja bedeutet, zum Beispiel der hier bedeutet, T3 angewendet auf Omega 1 terminiert. Also das ist die Antwort auf die Terminierungsfrage. Oder hier Nein bedeutet, T4 angewendet auf Omega 2 terminiert nicht. So. Ich meine, diese Tabelle, die gibt's. Allerdings nicht real hingeschrieben, ausgedruckt. Ist ja klar, weil wir würden ein beidseitig unendliches Papier brauchen, erstens. Ja. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Grund. Also diese Tabelle existiert abstrakt. Ist ja klar, für jede Turing-Maschine ist es entweder so, dass die anhält oder dass sie nicht anhält. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Also jede Turing-Maschine, angewendet auf einen beliebigen Input, hält entweder an oder nicht. Definitiv. Nur die zwei Möglichkeiten gibt es. Also gibt es diese Tabelle. Aber die Tabelle hinschreiben, also ausrechnen, können wir nur, indem wir das Halteproblem entscheiden. Wir brauchen einen Halteproblementscheider, um die Einträge von der Tabelle zu erstellen. Ist klar, oder? Das heißt, hier verwenden wir die Annahme, dass wir das Halteproblem entscheiden können. Okay, so. Ja. Ja gut, und jetzt gehen wir her, machen wir was Ähnliches wie vorhin. Jetzt gehen wir her und nehmen, naja gut, eigentlich machen wir es doch besser auf der vorigen Folie. Ja, genau. So, wir konstruieren jetzt eine neue Maschine, ups. Wir konstruieren eine neue. Was macht er denn jetzt? Ich habe doch auf den Stift getan. Ah ne, den haben wir, der war vorhin an und den haben wir jetzt ausgeschaltet. Also konstruieren eine neue Maschine H und die gibt hier Nein aus. Ah ja, sorry. Kurz nochmal löschen. Also H. Ich mache bloß ein N hin für Nein. Und hier ein Ja. Ah, schon wieder, da war ja ein Ja. Also H. Hier haben wir N. Da haben wir N, da haben wir J,
Da haben wir N, da haben wir J und da haben wir J. So. Wieder das gleiche Diagonalisierungsargument. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eine neue Turing-Maschine konstruiert. Was macht denn die? Ja, das ist eine ganz simple Turing-Maschine. Also ganz simpel, wobei wir haben ja angenommen, wir können das Halteproblem entscheiden. Also wir haben eine Halteproblem-Lösungsmaschine. Ah, sorry, das hier muss heißen H'. Also wir haben eine Halteproblem-Lösungsmaschine H. Und wir konstruieren eine neue Maschine H'. Was macht die? Die ruft unsere Maschine H auf, schaut sich das Ergebnis an und invertiert es immer. Also wenn H ja ausgibt hier, sagt die nein. Wenn H ja ausgibt, nein. Und wenn H nein ausgibt, ja. Und zwar, ja, genau. Ja. Vielleicht schreiben wir das gerade auch nochmal, schreiben wir mal kurz an die Tafel hin, das scheint mir doch am besten noch. Ich kann Ihnen ja auch jetzt genau hinschreiben, wie H' aussieht. H' von Omega I ist gleich. Wie schreibt man das jetzt formal sauber hin? Die Negation von H von T I, Omega I. Fertig. Ja? Also H' angewendet auf das Wort Omega I. Ruft H auf mit TI und Omega I als Input und negiert das Ergebnis. Und dann haben wir genau diese Wertetabelle. So, aber diese Wertetabelle kommt hier nirgends als Zeile vor. Damit haben wir den Widerspruch konstruiert. Weil wir hatten angenommen, dass hier alle abzählbar vielen Turing-Maschinen eingetragen sind. Ja, wenn da alle drin sind, dann muss auch die drin sein. Ist aber nicht drin. Also haben wir den Widerspruch konstruiert. Ja, und zwar Widerspruch zu der Annahme, dass wir das Halteproblem lösen können. Ja. Ja, ich meine, das, was hier steht, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ja, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt müssen wir doch das H nochmal hinschreiben. Ja, also ich sehe schon mal, der Beweis, den ich früher in meinem Skript hatte, der ist ein bisschen detaillierter als der hier. Ja, also nochmal. Hier haben wir H. So. Ja.
Also, ja, ich muss ihn doch an der Tafel nochmal skizzieren. Und zwar sollte man tatsächlich zwei solche Tabellen sich aufzeichnen. Wir haben Omega 1, Omega 2, Omega 3, Omega 4. Und dann haben wir die Maschine T1, T2, T3 und so weiter. So. Und jetzt ist es ja so, für unsere Turing-Maschinen ist es so, dass in dieser Tabelle steht als Antwort in jedem Feld irgendein Zahlenwert. Da steht zum Beispiel 12 drin. Und da steht vielleicht gar nichts drin. Ich male so ein Unendlich-Symbol rein, weil die Maschine auf Omega 2 vielleicht nicht terminiert. Und da steht 4 drin und da steht 5 drin. Da steht vielleicht nichts drin, weil sie nicht terminiert. Da steht 3 drin, 2, 1. Und hier steht vielleicht unendlich drin, 2, 4, unendlich. Und dieses unendlich, also Vorsicht, von wegen drinstehen. Das ist jetzt praktisch, das ist die, wenn wir so wollen, die Realität. Und jetzt ist ja immer das Problem, wie können wir entscheiden, ob hier ein Unendlich reinkört, weil das Ding ja nie anhält. Ja, dazu verwenden wir unsere Halteproblem-Entscheidungsmaschine. Wenn wir die haben, dann können wir aus dieser fiktiven Tabelle die Tabelle erzeugen. Okay, also die zwei Tabellen, die korrespondieren miteinander, wobei eben das Erzeugen von der Tabelle, das geht nur, wenn wir den Halteproblementscheider haben. Aber das ist tatsächlich die Tabelle aller Turing-Maschinen. So. Und jetzt können wir, also hier geht es natürlich unendlich weiter, und jetzt können wir basierend auf unserer Halteproblementscheidungsmaschine H die Maschine H' erzeugen. Und H' berechnet zum Beispiel, genau, hier definieren wir jetzt H'. H' ist gleich. So. Wie ist denn das? Was macht denn die Maschine H? Ist gleich. H' von Omega I ist gleich. So. Und zwar ist gleich T I von Omega I plus 1 falls H von TI, Omega I gleich ja. Und ist gleich null sonst. So, das heißt, ach so, jetzt müssen wir mal schauen, haben wir eigentlich hier in der Diagonalen
da haben wir kein Unendlich drin stehen. Ja, dann machen wir hier noch T4 dazu und schreiben da 1, 2, 3, Unendlich. So. H' würde hier 13 liefern. Und da 4, da 5 und da 0. Okay? Wir sind uns einig, dass diese Zeile hier oben nirgends vorkommt. Das heißt, also das ist das Erste. Jetzt müssen wir noch kurz überlegen, ob H' eine Turing-Maschine ist. Müssen wir aufpassen. Vielleicht haben wir ja irgendeine Maschine gebaut, gebastelt, die gar nicht Turing-berechenbar ist. TI ist eine Turing-Maschine. Und wenn ich eine Turing-Maschine habe, zu der 1 drauf addieren, das ist nicht wirklich ein großes Problem. Ja? Außerdem müssen wir vorher H anwenden, unsere Halteproblemlösungsmaschine. Also das ist ja praktisch so ein if H von TI, WI gleich ja, then rufe ich die Maschine auf und addiere 1 dazu. Das ist eine Turing-Maschine. If ist auch Turing-berechenbar. Dann führen wir eine Turing-Maschine aus und addieren 1 drauf, alles problemlos Turing-berechenbar. Ja, und in dem Else-Fall eine 0 hinzuschreiben, ist genauso Turing-berechenbar. Also, das heißt, das H' ist eine Turing-Maschine. Wir haben eine neue Turing-Maschine erzeugt, die aber in der Tabelle noch nicht drin ist, also haben wir den Widerspruch generiert. So geht der Beweis sauber. Schön anhand von der Tabelle. Ich meine, so wie er jetzt im Buch steht und auf der nächsten Seite ist auch alles okay, aber ich finde das irgendwie anschaulicher mit der Tabelle. Achso, halt. So. Ja. Gut, ja, also ganz wichtiges Argument. Weil jetzt sind wir quasi, wie soll ich sagen, wir sind bei unserer Wanderung durch die Welt der Informatik. Wir stehen so quasi gerade an diesen steilen Klippen irgendwo, wo wir so mal runtergucken, wo hört denn jetzt die Welt auf? Ja? Und da stehen wir jetzt quasi und genießen die Aussicht in den Bereich, wo unsere Welt zu Ende ist. Ja? Also das ist tatsächlich hier so ein Objekt da hinten im Niemandsland, das wir nie erreichen können mit unseren Turing-Maschinen. Schade eigentlich, aber so ist es. Gut, wir können es ja auch genießen und sagen, okay, man wird uns Informatiker immer brauchen können, wir werden nie arbeitslos werden, wir müssen selber rausfinden, ob das Teil eine Endlosschleife hat oder nicht. Das wird uns den Computer nicht abnehmen können. Okay, gut. Also gibt es dazu noch Fragen? Ganz wichtiger zentraler Dreh- und Angelpunkt. Also den Beweis, den muss man einfach haben. Aber ich meine, das dürfen Sie auch noch heute Abend oder am Wochenende nochmal angucken und wiederholen und nächste Woche eine Frage stellen. Okay. Ja, jetzt schauen wir uns noch an das Halteproblem auf leerem Band. Das werden wir im Folgenden nochmal brauchen als Hilfsmittel. Also es ist jetzt ein Spezialfall vom Halteproblem und zwar gegebene Turing-Maschine T und die Frage terminiert T auf der leeren Eingabe, also auf dem leeren Band. Ja? Das ist natürlich eine einfachere Frage, eine ganz spezielle Frage. Der Input ist nicht mehr variabel, sondern fest. Ja? So, und das folgt unmittelbar aus der Unentscheidbarkeit des allgemeinen Halteproblems. Also das heißt, das Halteproblem auf leerem Band ist auch unentscheidbar. Und zwar, wie folgt es? Ja,
Wie ist denn das jetzt? Ja, genau. Ja, okay. Wir nehmen an, also wir führen jetzt das Halteproblem auf leerem Band zurück auf das allgemeine Halteproblem. Also wir nehmen an, wir hätten einen Entscheider für das allgemeine, wir nehmen an, wir hätten einen Entscheider für dieses spezielle Halteproblem auf leerem Band. Und folgern daraus, ja, dann können wir auch das allgemeine Halteproblem lösen. Nämlich, also hier wäre jetzt der Entscheider für das Halteproblem auf leerem Band. Aus dem konstruieren wir jetzt einen Entscheider für das allgemeine Halteproblem. Und zwar, wir basteln uns jetzt eine kleine Turing-Maschine dazu, T Omega. Und zwar, was macht die? Also diese Turing-Maschine, die, oder die gestrichelte ist am Ende unsere gesamte, da kommt oben rein eine Turing-Maschine T und deren Eingabe Omega. Und jetzt nehmen wir diese Turing-Maschine her, die schreibt auf das Eingabeband, die schreibt das Omega auf das Eingabeband drauf und simuliert die Turing-Maschine T. Das können wir übrigens machen, weil wir wissen ja, es gibt universelle Turing-Maschinen, also können wir hier quasi mit so einer universellen Turing-Maschine, wir schreiben das Omega auf das Eingabeband drauf und simulieren die Turing-Maschine T. Das geben wir dann als Eingabe, also diese Turing-Maschine ist jetzt die Eingabe für das Halteproblem auf, also für den Halteproblem auf leerem Bandentscheider. Ja? Weil das ist ja praktisch, das ist eine Turing-Maschine auf leerem Band. Die kriegt ein leeres Band und schreibt erst einmal dann auf das leere Band das Omega drauf, simuliert die Maschine T und das heißt, uns genügt ein Entscheider für das Halteproblem auf leerem Band. Okay, also damit ist klar, das Halteproblem auf leerem Band kann auch nicht entscheidbar sein, weil sonst wäre nämlich das allgemeine Halteproblem auch entscheidbar. So, als nächstes, als eine kleine Konsequenz aus dem Halteproblem, können wir jetzt auch noch beweisen, dass die Laufzeitfunktion nicht berechenbar ist. Ja? Bei den fleißigen Bibern hatten wir ja diese Funktion S von n. Ja? Die Funktion S von n, die angibt, wie groß die maximale Zahl von Schritten ist, die eine Turing-Maschine mit n Zuständen und einem Bandalphabet mit zwei Zeichen machen kann, bevor sie anhält, die ist nicht berechenbar. So. Ja. Wieder Widerspruchsbeweis, wir nehmen an, S von n wäre berechenbar. Und damit können wir sofort das Halteproblem lösen. Also, um jetzt das Halteproblem für eine beliebige Turing-Maschine M mit n Zuständen unter Eingabe x zu lösen, berechnen wir S von n und starten die Maschine M auf der Eingabe x. Und das Interessante ist halt, dieses S von n sagt uns jetzt, wie lang diese Maschine, wenn sie anhält, maximal läuft. Das heißt, wir haben eine obere Schranke für die Rechenzeit. Ja gut. Und jetzt starten wir M. Und wir wissen jetzt, entweder die hält an, und dann ist sowieso alles klar, oder wenn sie nach S von n Schritten noch nicht angehalten hat, dann wissen wir, es ist eine Endlosschleife. Also haben wir wieder einen Widerspruch und damit kann S von n nicht berechenbar sein.
Und wieder, wir haben quasi den Beweis zurückgeführt auf das Halteproblem. Okay, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt wird es richtig heftig. Man könnte ja jetzt sagen, naja, okay, das Halteproblem, das interessiert mich nicht wirklich, ob da jetzt eine Endlosschleife drin ist oder nicht. Ich programmiere vielleicht gar nie Endlosschleifen. Mich interessiert vielmehr das eigentliche allgemeine Programmverifikationsaufgabe. Bei der Programmverifikation geht es ja darum, ich will wissen, ist mein Programm korrekt? Und die Korrektheit eines Programms ist eine funktionale Eigenschaft. Das ist eine semantische, funktionale Eigenschaft von meinem Programm, die ich vorgebe, die ich vielleicht in Logik hinschreibe. Und jetzt hätte ich gern eine Turing-Maschine, die mir automatisch überprüft, ob mein Programm die Eigenschaft hat oder nicht. Das wäre doch cool. Ja? Und das ist, was das jeden Programmierer interessieren würde. Aber auch hier haben wir eine negative Antwort. Der Satz von Reis, schauen wir uns gleich an, der sagt uns nämlich, mit Groß E sei eine nicht-triviale funktionale Eigenschaft von Turing-Maschinen gegeben. Was nicht-trivial heißt, gucken wir gleich noch an. Dann ist folgendes Problem, ist das folgende Problem unentscheidbar. Gegeben eine Turing-Maschine T, gefragt, besitzt T die Eigenschaft E? Und das ist natürlich schon ein sehr weitreichender Satz. Ja. Vorsicht. Hier geht es um die Frage, ist für eine beliebige, nicht-triviale Eigenschaft E diese Frage entscheidbar? Und die Antwort lautet nein. Ja, die Antwort lautet, dieses Problem ist unentscheidbar. Das heißt nicht, dass wir eventuell doch für bestimmte simple Eigenschaften das automatisch entscheiden können. Für bestimmte. Aber die allgemeine Aufgabe, gegeben eine beliebige Eigenschaft, ist nicht immer entscheidbar. Ja, also das heißt, es gibt keine Turing-Maschine, die diese Frage immer beantworten kann. Für beliebige, nicht triviale Eigenschaften. Okay, gut, was haben wir jetzt hier ausgedacht? Ah ja, das ist nicht trivial, genau. Also der Satz von Reis verallgemeinert die Unentscheidbarkeit des Halteproblems auf beliebige, nicht triviale funktionale Eigenschaften. Nicht trivial bedeutet, es gibt mindestens eine Turing-Maschine, die Eigenschaft besitzt und mindestens eine, die Eigenschaft nicht besitzt. Also ich meine, eine triviale Eigenschaft, was wäre jetzt eine triviale Eigenschaft von Turing-Maschinen? Dass sie einen Startzustand hat oder irgendwie so triviales Zeugs. Ja? Beispiele für Eigenschaften von so Turing-Maschinen. Alle Ausgaben sind mindestens n Zeichen lang. Zweimal das gleiche Zeichen wird in Folge generiert. Berechnet die konstante Funktion und, und. Ja? Oder auch eben Eigenschaften, die einen Programmierer interessieren. Ich programmiere einen Sortieralgorithmus und dann will ich entscheiden, ist das Programm korrekt? Das heißt, ist für jede Eingabe, die eine Liste darstellt, die Ausgabe wieder eine Liste, bei der die Elemente aufsteigend sortiert sind. Das wäre jetzt eine interessante, funktionale, nicht triviale Eigenschaft. Okay, hier haben wir den Satz schon gesehen. Ja, nochmal jetzt
ja, jetzt geht es Richtung Beweis. Gegeben ist eine nicht-triviale funktionale Eigenschaft. Außerdem eine diese Eigenschaft erfüllende Turing-Maschine TE und eine komplementäre TE quer. Weil die Eigenschaft nicht trivial ist, gibt es ja eine Maschine, die die Eigenschaft hat und eine, die die Eigenschaft nicht hat. Mindestens eine natürlich. Außerdem gibt es die Turing-Maschine T undefiniert, die für keine Eingabe terminiert. Ist auch trivial. Also haben wir heute Morgen auch schon hingeschrieben, eine Turing-Maschine, die nie terminiert. Gesucht ist jetzt, oder wir konstruieren jetzt, eine Turing-Maschine H, die eine Turing-Maschine T und ein Wort Omega als Eingabe entgegennimmt. Ja, die dann T mit der, leeren Eingabe ausführt und sich anschließend wie folgt verhält. So, und das schauen wir uns jetzt an. Ja. Ja, und was wir jetzt machen ist, wir führen jetzt unser unsere Eigenschaftsentscheidung wieder zurück auf das Halteproblem. Das heißt, wir folgern jetzt, wir zeigen jetzt, dass wenn wir für so eine beliebige Eigenschaft eine Entscheidungsmaschine hätten, dann könnten wir auch das Halteproblem entscheiden. So, und zwar, wir müssen jetzt eine Fallunterscheidung machen. Wir schauen uns jetzt an, wir nehmen jetzt einmal an, dass diese Endlosschleifen-Turing-Maschine diese Eigenschaft, um die es jetzt geht, die ist ja binär. Ja? Entweder hat unsere Endlosschleifenmaschine die Eigenschaft oder sie hat sie nicht. Jetzt betrachten wir erstmal den Fall, dass die Endlosschleifenmaschine die Eigenschaft E hat. Ja? So, und wir konstruieren jetzt quasi diese Maschine hier. Ja? Diese Maschine H, die führt unsere Turing-Maschine T aus auf der leeren Eingabe. Und wenn diese Maschine T terminiert, dann starten wir die Maschine TE quer. Das kann man hier schwer lesen. Ja? Genau, also falls T terminiert, wird TE quer mit der Eingabe Omega hier, mit dieser Eingabe Omega ausgeführt. Und unsere Maschine H hier, die verhält sich dann funktional identisch mit TE quer. Ja, falls T nicht terminiert, verhält sich die Maschine funktional identisch mit der Endlosschleifenmaschine. So, und was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben jetzt so eine 1:1 Beziehung hergestellt zwischen unserer Eigenschaft und dieser Endlosschleifenmaschine, T undefiniert. Weil, ja, genau. Wir wollen ja die Eigenschaft, wir wollen ja entscheiden, ob T die Eigenschaft hat. Die Eigenschaft E hat. Ja? Genau. Und wir führen das jetzt zurück, also auf eine Halteproblemlösung. Genau. So. Ja, genau. Okay. Ja, so rum ist es. Also, wenn wir jetzt E entscheiden könnten, dann könnten wir auch das Halteproblem für diese beliebige Turing-Maschine T lösen. Ja?
Weil wir müssten ja jetzt nur noch von dieser Maschine H die Eigenschaft E überprüfen. Ja. Weil wir hatten ja, ach so, sorry, halt, Moment, wo waren wir jetzt gerade? Ja. Ja, also genau, das Argument steht jetzt nur auf der Folie für den zweiten Fall, gilt aber auch für den ersten Fall. Also für den ersten Fall, dass unsere Endlosschleifenmaschine die Eigenschaft E hat, können wir mit unserer Überprüfung der Eigenschaft das Halteproblem lösen. Ja? Wir können ja dann quasi, weil die Endlosschleifenmaschine die Eigenschaft E hat, können wir, weil wir die Eigenschaft E überprüfen können, können wir natürlich dann sagen, ob die Maschine anhält oder nicht. Ja. Über diese Konstruktion hier. So, okay. Und jetzt müssen wir noch den zweiten Fall betrachten. Falls die Endlosschleifenmaschine die Eigenschaft E nicht erfüllt, ja, dann bauen wir diese Konstruktion hier. Ja. Der einzige Unterschied ist, wir wenden wieder T auf die leere Eingabe an. Falls T terminiert, führen wir jetzt TE aus. Also diese Maschine, die die Eigenschaft E hat. Ja. Und jetzt haben wir wieder diese 1:1 Beziehung hergestellt zwischen der Terminierung und der Eigenschaft. Das ist das Interessante. Wir können eine Beziehung zwischen Terminierung und der Eigenschaft E herstellen und damit sind Halteproblem und Eigenschaftsentscheidung gleich schwer. Ja. Genau. Und weil das Halteproblem nicht lösbar ist, kann oder nicht entscheidbar ist, kann E auch nicht entscheidbar sein. Gut, ja, damit haben wir den Satz von Reis bewiesen und haben eigentlich jetzt das Stichwort gegeben für den nächsten Abschnitt Reduktionsbeweise. Weil das war jetzt schon ein Reduktionsbeweis. Wir haben den Beweis der Eigenschaft E reduziert auf das Halteproblem. Ja? Also sprich, weil wir das Halteproblem nicht entscheiden können, können wir auch dieses Eigenschaftsproblem nicht entscheiden. Ja, und das werden wir auch im Folgenden jetzt noch öfters brauchen, solche Reduktionsbeweise. Ja. Genau, zum Beispiel hatten wir auch davor schon einen Reduktionsbeweis geführt. Wir hatten das allgemeine Halteproblem reduziert auf das Halteproblem auf leerem Band. Ja. So. Was heißt jetzt Reduzierbarkeit formal? Wir haben eine Sprache L aus Sigma Stern und eine andere Sprache L' aus, also als Teilmenge von Gamma Stern. Zwei Sprachen über unterschiedlichem Alphabet zum Beispiel. Und die Sprache L ist genau dann auf L' reduzierbar. Und das schreibt man dann L, also ja, kleiner gleich, aber es ist natürlich hat eine andere Bedeutung. Also gesprochen heißt es, L ist reduzierbar auf L', falls eine totale Funktion f von Sigma Stern nach Gamma Stern, also totale Funktion, das heißt eine Funktion, die für alle Elemente von Sigma Stern definiert ist, mit folgenden Eigenschaften existiert. Erstens, f muss berechenbar sein. Und zweitens, ein Wort W ist in der Sprache L genau dann, wenn F von W in L' ist. Also wir brauchen so eine 1:1 Relation zwischen, also ein Wort ist in L genau dann, wenn eben der Funktionswert in L' ist. Ja? Diese Funktion muss diese Eigenschaft haben.
So. Also, L ist auf L' reduzierbar, wenn es eine Funktion von, also in der Richtung gibt. Ja? L' wäre auf L reduzierbar, wenn es eine Funktion in der Richtung gäbe. Ja, genau. Ja, vielleicht schauen wir uns gerade dieses Bild hier noch an. Da ist jetzt das Prinzip eines Reduktionsbeweises noch gezeigt. Ja? Und zwar, wir haben eine Sprache L gegeben und es geht um das Wortproblem in der Sprache L. Ja. Genau, hier, W aus L. Das ist praktisch die Frage. Und wenn wir jetzt so eine Reduktion haben, das heißt eine Funktion von dieser Sprache L auf die Sprache L', dann können wir F von Omega berechnen und können jetzt einen Entscheider für L' anwenden. Der entscheidet das Wortproblem für die Sprache L', ja oder nein. Und diese Antwort, ja oder nein, die können wir jetzt sofort übertragen auf die Antwort da oben. Das ist das Interessante. Ja? Also wenn wir so eine, eine Reduzierung haben, wenn wir eine Sprache auf eine andere reduzieren können, dann brauchen wir das Wortproblem für die Sprache L gar nicht mehr lösen können, sondern es genügt, das Wortproblem für L' zu lösen. Und das ist natürlich oft interessant. Ja? Ja. So, und jetzt schauen wir uns das gerade mit diesem Beispiel an. Das allgemeine Halteproblem wurde reduziert auf das Halteproblem auf leerem Band. Das heißt, wir hatten so eine Reduzierung konstruiert von dem allgemeinen Halteproblem auf das Halteproblem auf leerem Band. Ja? So. Und jetzt hatten wir angenommen, das Halteproblem auf leerem Band wäre entscheidbar. Das würde sofort zu einer Entscheidung vom allgemeinen Halteproblem führen. Das ist aber nicht entscheidbar. Also haben wir einen Widerspruch. Also kann das Halteproblem auf leerem Band auch nicht entscheidbar sein. Ja? So, also die Idee ist jetzt praktisch immer oder oft, um die Unentscheidbarkeit eines neuen Problems zu beweisen, reduzieren wir das allgemeine Halteproblem auf dieses neue Problem und schon ist gezeigt, dass dieses neue Problem auch nicht entscheidbar ist. Ja. Ich meine, wir könnten also dieses Reduzieren wird auch oft als Simulieren bezeichnet. Ja? Also wenn ich jetzt hier das allgemeine Halteproblem auf das Halteproblem auf leerem Band reduzieren kann, dann bedeutet das auch nichts anderes als, ich kann quasi mit einer Maschine für das Halteproblem auf leerem Band das allgemeine Halteproblem simulieren. So haben wir es ja vorhin gemacht. Wir hatten da praktisch jetzt eine Maschine konstruiert, die wird immer mit leerem Band gestartet und dann schreibt sie auf das leere Band das Wort Omega drauf und entscheidet und dann wenden wir den Entscheider für das Halteproblem auf leerem Band an. Und würden es dann entscheiden können. Genau. Ja. Okay, das ist die Idee der Reduktionsbeweise. Ja, gut, also nochmal ein paar Bemerkungen. Wenn ich jetzt L auf L' reduzieren kann, dann kann die Frage Omega aus L
durch f von Omega aus L' beantwortet werden. Das ist klar. Ja? So. Genau, die Aufgabe des Wortproblems für L zu lösen, wird simuliert durch Lösen des Wortproblems für L'. Genau das, was ich gerade gesagt habe. L' simuliert L. Genau. So, und jetzt kommt praktisch dieser Satz für die Reduktionsbeweise. Als Werkzeug für Reduktionsbeweise. Ist L eine unentscheidbare Sprache, so ist jede Sprache L', auf die ich L reduzieren kann, ebenfalls unentscheidbar. Oder in diesen Worten, wenn ich eine andere Sprache L' finde, die L simuliert, dann ist die auch unentscheidbar. Ja. Okay. Ja, schauen wir uns vielleicht noch kurz das Postsche Korrespondenzproblem an, ohne jetzt allzu viel Beweis, sondern das schauen wir einfach an als, naja, man könnte das sehen als ein nettes kleines Knobelproblemchen. Vielleicht gleich am Beispiel. Ja, welches nehmen wir jetzt? Ja, genau. Nehmen wir dieses. Das wäre jetzt eine Instanz des Postschen Korrespondenzproblems. Und zwar gegeben sind solche Paare. Ja? Und zwar eine beliebige Anzahl Paare aus Bitvektoren. Ja? Beliebiger Länge. So, und zwar, also das wäre praktisch, wie sind sie nochmal bezeichnet? X, I, Y, I, genau. Das wäre X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Und jetzt dürfen wir aus diesen XI eine beliebige Zeichenkette aufbauen. Zum Beispiel hier. Wir nehmen X3, gefolgt von X2, dann nochmal X2 und dann X1. Die hängen wir alle hintereinander. So, also nochmal, die Reihenfolge war, schreiben wir es vielleicht hin, dann wird es übersichtlicher. Also das war 3, 2, 2, 1. So, wenn wir das machen, wenn wir also x3, x2, x2, x1 nehmen, dann müssen wir bei y auch 3, 2, 2, 1 nehmen. Kontrollieren wir es, ob es stimmt. 3, 2, 2, 1. So, und interessant ist jetzt, dieser String, der hier entsteht, ist der gleiche wie der hier entsteht. Und das Postsche Korrespondenzproblem ist die Frage, gegeben so eine Liste von Paaren von Bitfolgen, ist es möglich, also gibt es so eine Anordnung, eine endlich lange Anordnung, derart, dass die Folge der XI den gleichen String ergibt wie die Folge der YI. So. Dieses Beispiel hier, das ist eine lösbare PCP-Instanz. Hier haben wir ein Beispiel einer unlösbaren PCP-Instanz. Da haben wir die XI und da haben wir die YI. Und schauen wir mal. Ja, also eine Lösung müsste beginnen mit 1,1 hier und 1,1,0. Ist klar. Ich meine, damit können wir nicht beginnen, weil 0,1, damit können wir auch nicht beginnen, genau, weil es sich hier unterscheidet. Ja, also wir müssten so anfangen. So, jetzt müsste das nächste, na gut, jetzt ist die Frage, wie könnte es weitergehen? Wir könnten hier mit 0,1,1 weitermachen. Mit 0,1,1, mit x
Ja, aber dann haben wir ein Problem. Ja? Das kann ja eigentlich nie mehr aufgehen, wenn man ein Wort hat mit Länge 2 und die anderen haben alle Länge 3. Dann kann es ja nie mehr eigentlich aufgehen. Ja, stimmt, genau. Ist richtig. Das ist richtig. Also daran sieht man sofort, an dieses Beispiel, diese Instanz ist nicht lösbar. Ja? Ganz genau. Also das können wir jetzt sofort erkennen, indem wir das anschauen. Ja. Das ist das Postsche Korrespondenzproblem. Interessant ist, und das werden wir aber im nächsten Mal zeigen, das Postsche Korrespondenzproblem ist halb entscheidbar. Ja, dass es halb entscheidbar ist, das können wir relativ schnell auch sofort jetzt einsehen. Das ist relativ simpel. Wie können wir das Postsche Korrespondenzproblem lösen? Ja, durch Probieren. Wir erzeugen uns kombinatorisch, systematisch alle Folgen. Ich meine, für alle Folgen, zum Beispiel der Länge 4, da gibt es schlussendlich viele, die können wir systematisch erzeugen. Okay, wir erzeugen alle Folgen der Länge 4 und schauen, ob es aufgeht. Dann sind wir eh fertig. Dann erzeugen wir alle der Länge 5, alle der Länge 6, alle der Länge 7, alle der Länge 8 und so weiter. Und wenn das PCP-Problem eine Lösung hat, dann sind wir nach endlicher Zeit fertig. Ja? Dann werden wir die nach endlicher Zeit irgendwann finden. Problem ist halt bloß, wenn das keine Lösung hat, dann werden wir mit dieser Methode nie fertig sein. Weil wir immer irgendwo an einer endlichen Stelle stehen. Vorsicht, also das ist jetzt ein Beweis der Halbentscheidbarkeit. Das war schon der Beweis der Halbentscheidbarkeit, aber Vorsicht, uns geht es darum, zu beweisen, dass das PCP-Problem unentscheidbar ist. Ja? Entscheidbar ist übrigens eine Teilmenge von halbentscheidbar. Ja? Genau, aber wir wollen zeigen, das ist ein halbentscheidbares Problem, das tatsächlich in dem negativen Fall nicht entscheidbar sein kann. Und das ist nicht so trivial zu beweisen, weil das könnte ja sein, dass das Verfahren, über das wir gerade nachdenken, dass das einfach zu dumm ist, dass es vielleicht ein besseres Verfahren gibt, das das Ganze doch immer entscheiden kann. Und dazu werden wir beim nächsten Mal einen Beweis führen, und zwar wird es auch wieder so ein Reduktionsbeweis sein. Genau, und damit machen wir Schluss.